Arbeiten schon am Hubschrauber, das ist jetzt eigentlich dafür, dass der Triebwerksstart unmittelbar bevorsteht. Kommt doch mal rein. So. Das Triebwerk läuft langsam auf den Ja, Stefan und Karl-Heinz, beziehungsweise Andreas Spieker ist noch vorne dran. Dann wieder auch schon mal die letzten Startvorbereitungen treffen, dass wir flüssig durchgehend weitermachen können. Farbgebung gibt. Und gesteuert wird dieses Modell von Sascha Frank. Die Brücke 117, das ist ja noch zur Zeitung passiert, wo Eurocopter sozusagen noch nicht so präsent war, nämlich die Brücke, das ist eine Bezeichnung für Eiko und Kawasaki, also eine Kooperation zwischen Deutschland und Japan, die zum Ergebnis dieses Hubschraubers geführt hat. Also die Hubschrauberfliege Messerschmitt, Eiko, Blom, MDB damals und Kawasaki haben sich zusammengetan, um daraus die E-Projekt zu konstruieren. Diese Hubschrauber musste jetzt auch Das ist bekannt aus der Fernsehserie Lebenkoffer 117. Da konnte man ein Original dieser Baureihe in vielerlei Hinsicht immer sehr, sehr schön und im Einsatz sehen. Eine Maschine fliegt uns jetzt wieder Sascha Frank vor. Für dieses Muster sind die überdimensionierten Seitenleitwerke am Höhenlenker, diese gewaltigen Flossen sind auch beim Original in Fahrtrichtung nach links angestellt, also sie steuern das Hubschraubernase nach rechts. Und sorgen damit im Vorwärtsflug für entsprechende Kompensation des Drehmoments. Ja, dann darf ich nochmal hinweisen auf die Also da bleibt kein Geschmack auf der Strecke, alle möglichen leckeren und super leckeren Kuchen halten die Damen des Essens offenbar für sie bereit und kann jeden ja auffordern, letztendlich da mal vorbeizuschauen
Vereinbarung des FNC bei den Aufrufen Helfern.